Herzlich willkommen allen Freunde, wir sind wieder in Yu-Gi-Oh! Duelist of Legacy, ne, Legacy of the Duelist oder so. Och man, ich kann den Namen immer noch nicht, nach 5 Jahren gefühlt. Auf jeden Fall gibt es eine ganz coole Neuigkeit. Und zwar, das Spiel kommt auch für die Switch raus, da freue ich mich echt mega geil. Ich habe das Spiel zwar mittlerweile durch, ihr seht, ich habe hier 100%, ne. Habe alle Errungenschaften tatsächlich. Puh, ja, und habe 102 Spielstunden mittlerweile. Und das Spiel, das macht mir eigentlich immer noch Spaß. Und ich habe jetzt auch ein richtig gutes Deck, womit ich jedem Gegner besiege. Ich glaube, im letzten Part, damals haben wir gegen Tanya und gegen Titan gekämpft. Deswegen kämpfen wir heute gegen Amnails Endspiel. Und ja, ich glaube, den Text, den brauchen wir gar nicht, weil ich euch eigentlich nur mein geiles Deck zeigen wollte. Wo war er denn jetzt hier? Amnail. Da. Da. Dann überspringen. Benutzerdeck. Und zwar spielen wir mit meinem Deck DFG, DFG, FLHM. So. Lasst euch überraschen, was es für ein Deck ist. Okay, ich sag's euch. Es ist ein Exodia-Deck. Das heißt, ich versuche meine Karten einfach immer wegzuschmeißen, bis ich Exodia auf der Hand habe. Ich weiß, es ist ein Pussy-Deck, aber das klappt echt fantastisch gut. Das ist wirklich... wow. Deswegen bin ich mal gespannt, ob es dir klappt. Weil die Siegchancen sind schon... ich würde mal sagen, so 70%, würde ich sagen, oder? Oh, geil. Die Karten haben kein Bild. Ah, jetzt. Jetzt haben sie Bilder. Gut. Oh, schon so ein starkes Monster, ey. Krass da aus. So, als erstes werden wir nämlich jetzt den Topf der Gegensätzlichkeit machen. So, was... oh, nee, brauche ich nicht. Exodia, geil. Und Sarkophag. Ich hole mir den Sarkophag. Jetzt könnt ihr euch fragen, hey, wieso den und nicht das Bein? Weil ich gerne meine Vogelscheuche hätte. Weil die ganz gut ist. So, was könntest du, wenn ein Monster des Gegners einen direkten Angriff dekaliert, hat sie diese Karte als Blablabla, oder? Dann beende die Wette. Okay, gut. Dann werden wir das so machen. Und der kann ruhig angreifen. Ja, greif an. Hahaha. Ja. Und Effekt aktivieren. In Verteidigungsposition. Du. Super. Na, dann. Oh, verräterische Schwerter. Super. Nochmal 3 Runden. Ich frage mich halt gerade, ob die den Gegner angreifen können. Ich glaube schon. Sicherheitshalber setze ich die Karte verdeckt und beende meinen Zug. Das Gute ist, ich habe auch weniger Karten als Amrail. Dann kann mir nichts passieren eigentlich. Ja. Nicht, dass er vorher schon an Kartentod leidet, ne? Das wäre natürlich hier nicht so gut. Ach, Alter, ich bekomme hier nur Kacke. So. Komm, dann setze ich dich. Und setze Waboku. Und beende meinen Zug. Und ich habe immer noch Angst, dass dieses Spiel abstürzt, ja? Bei Aufnahmen stürzt das so oft ab. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß einfach nicht warum. Das ist so schlimm. Nein. Ja, komm. Dann ja. Tschum. Kannst mich nicht angreifen. Hahaha. Oh. Super. Effekt aktivieren. Und ich aktiviere das hier. Ja. Ah, schade.
Ah, das ist super. Ziehe zwei Karten am Verband ein von deiner Hand oder falls du keins in deiner Hand hast, lege deine gesamte Hand auf die... Oh nee, das kann ich nicht machen. Das ist ja hart. Das kann ich nicht machen. Nee, das wäre zu... Das wäre ein hohes Risiko bei 27 Karten im Deck. Und 5 davon sind Exodia. Das ist schon... Oh, boah, Glück gehabt, ey. Oh mein Gott. Das ist echt heftig. Die Karte... Ne, die brauche ich nicht. Ja. Boah, hast du viele Monster, ey. Aber du kannst eh nur mit einem angreifen. Hahaha. Und ich habe Raikiri. Da sag ich mal, tschüss, tschüss, ne? Bam, 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 bam. Hahaha. Ach, Mann. Das ist immer cool hier. Okay, Helios ist wieder da. Felsengeist, okay. Alter, wieso kannst du so viele Monster rufen? Du Spinner. Mann, 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 Mann. Komm. Schwarzes Loch. Erstmal nicht. Für den Notfall. Für den Notfall. Okay. Ja. Ja. Eisenschrott, Vogelscheuche. Hahaha. Denn mehr als einmal kannst du nicht angreifen. Hihihihihi. Oh, super. Setzen wir direkt ein. Du gehst weg und du gehst weg. Dann aktiviere ich Topf der Gier. Okay. Und dann... Ja, mache ich erstmal nichts. Mal wieder. 18 Karten noch. 3 Karten brauchen wir noch. Es gibt bestimmt noch eine Möglichkeit, wie es schneller geht. Aber ich habe gerade hier keine... Oh, er opfert. Oh, ich habe... Boah, ich hätte jetzt Angst auf den Jinzo gehabt, ey. Ist ja nicht so geil. Oh, oh, wie... 1200, okay. Komm, Effekt. Bitteschön. Er braucht eine Zauber-Zerstörungskarte. Bis er die bekommt, das dauert, glaube ich. Komm, setze ich Spiegelkraft. Dann sind alle weg von ihm. Das wäre natürlich cool. Ich bin außerdem wieder ein bisschen erkältet, wie eigentlich immer. Deswegen ist das nichts Neues für euch. Für mich auch nicht. Mann, 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 Mann. Ich, der Erkältungskünstler. Schlechthin. Alter, ich bekomme hier nur Scheißkarten. Was soll das denn, Spiel? Ich hätte gerne hier Exodia, danke. 16 Karten, ey. Ja, dann kann ich euch gleich auch mein Deckrezept zeigen. Nach dem Game hier. Wieder ein Finsternis mit Bö oder weniger in deinem Gefühl das gewählte Ziel in deiner Hand hinzu. Ja, brauche ich eigentlich nicht, weil hier ist keine Exodia drin. Soweit ich das weiß, ja. Gut. Dann... ja. Ich kann die Karte halt ja weg oder die weg. Wer weiß, ob gleich noch eine Exodia in die Versenkung gerät. Ja. Eisenschrott. Tim. Das Gute ist, er kann auch keine Fallenkarten legen. Oder andere Karten, weil er da schon alles voll hat. Das ist echt praktisch. Oh, dann setze ich das ein. Und beende meinen Zug. So, na Amnari. Ich weiß gar nicht, Professor Banner hieß er, ne? Ich glaube schon. Boah, ich habe schon so lange GX nicht mehr geschaut. Wo das mit 5 dies meine Lieblingsstaffeln sind. Fang an. Komm schon, du weißt, was du zu tun hast. Du. Nee, so ging das gar nicht, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie das Lied ging. Nee, keine Ahnung. Was? Oh scheiße, ich habe meine Karte nicht eingesetzt. Bin so blöd. Ich bin so blöd, glaube ich.
Och, noch ein schwarzes Loch. Muss ich jetzt eins einsetzen, das ist ja hier nervig. Oh, bitteschön. Geil, bekomme ich wieder ein paar Punkte. Danke. Danke. Oh, sogar 1000 für eine Kette. Ah, okay. Oh, was ist das denn? Geisterflammen? Ah, soll mir recht sein. Ja. Ja. Bitteschön. Oh nein! Eisenschrott! Nein! Wie kannst du nur so eine Karte haben? Helios, du Magitunus. Oder? Megistus, Megistus. Oh Gott, hat er viele Angriffspunkte. Oh, ich darf jetzt endlich keinen. Nee. Sorry. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Komm, zeig mir, was du kannst. Siebenfarbiger Fisch, geil. Aber du hast was vergessen. Ich habe hier noch so eine Karte. Und zwar Eisenschrott-Vogelscheuche. Oh, ich habe gestern oder vorgestern gegen den Kumpel hier gespielt. Und der hat sich richtig aufgeregt, dass ich hier die ganze Zeit Eisenschrott-Kacke dabei hatte. Der war richtig pisst, ey. Finde die Karte super. Vor allem, wenn man drei Stück davon im Deck hat. Ja, geil, ey. Hier, bitteschön, Eisenschrott-Vogelscheuche. Ah. Ja, was machst du jetzt? Ach, Lichtschild schon wieder? Ja, komm, dann zerstöre ich die Monster gleich. So, kommt her, Monster. Ihr wollt es ja nicht anders. Ich habe nur 9 Karten und 2 davon sind Exodia. Komm Exodia, ich brauche dich jetzt gleich. Nicht, dass du die letzte Karte bist. Peng, peng. Boah, ich finde echt, meine Mauer ist echt gut, oder? Hm? Oh, 1000. Interessant. Ach, noch so ein Regenbogenfisch. Ja, noch eine. Noch eine brauche ich. Komm. Hier, du darfst nicht angreifen, dann gehen die Runden ein bisschen schneller vorbei. Komm her, Zerkarten, ich brauche dich. Ich brauche dich. Komm zu mir. Oh, hier ist die nächste. komm zu mir. Welchen Anime hat man komm zu mir gerufen? Komm zu mir. Ich weiß gerade gar nicht, was Chihiros Reise in Zauberland? Ja, ich hab gewonnen! Ja! Leute, das war mein geiles Deck. Was sagt ihr dazu? Ja, war schon ein bisschen gemein, oder? Ne? Ja, ist aber in Ordnung. So, dann zeige ich euch mal kurz mein Deck. Hier ist mein Deck. Hier sind 3 verbotene Karten drin. Ja, ich weiß zwar nicht, wieso Topf der Gier verboten ist, wegen 2 Karten ziehen. Es gibt noch genug andere Karten, wo man auch 2 Karten ziehen kann. Also weiß ich nicht, ne? Oder auch hier. Oh, schwarzes Loch ist gar nicht mehr verboten. Okay. Und hier, ne? Ist das gleiche. Ja, keine Ahnung, ne? Ich weiß nicht, wieso sowas verboten ist. Auf jeden Fall, das sind die Zauber- und Fallenkarten. Und das sind die Monsterkarten, sind nur 8 Stück. Cool, oder? Ja, Leute, das war's damit. Yu-Gi-Oh! Jetzt das Spiel nochmal. Legacy of the Duelist. Oder Duelist of the Legacy. Wie auch immer. Auf jeden Fall kommt es bald für die Switch raus. Und da freue ich mich drauf. Yeah! Da kann ich nochmal alles hier spielen. Und ich hoffe, da sind alle DLCs dabei. Das wäre mega geil. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.